Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Heute werden wir nach Strangerville einziehen. Und zwar werde ich das hier mit Leonie Sparks machen. Um kurz was zu ihr zu sagen, sie ist sehr wissbegierig, sie lernt also sehr schnell. Sie ist eigentlich immer fröhlich, sie liebt die Natur, ist allerdings auch ein bisschen freaky. Und sie ist verheiratet mit dem hier, mit Jason Sparks. Er ist ebenfalls sehr wissbegierig, lernt also auch sehr schnell, ist sehr kreativ, ist ein Künstler, ist allerdings dabei auch ein bisschen paranoid. Mal sehen, wie das Ganze nach Strangerville reinpasst. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist Strangerville. Der Zoll Vello ist noch, Valley ist noch dazu gekommen, fällt mir gerade auf. Die anderen, die kannte ich, glaube ich, nee, Forgotten Hollow, das ist durch die Vampire noch dadurch gekommen. Das haben wir letztes Mal auch nicht gesehen. Und Magnolia Promenade. Also wir haben schon so einiges hier an Auswahl, aber wir wollen ja jetzt wirklich Strangerville spielen. Darum geht es ja jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also generell bei Sims 4 ist mir aufgefallen, dass die Karten sehr klein sind. Schauen wir mal eben. 2015. Wie viel haben wir eigentlich? 22.000, okay. 30, 20. Nochmal 30, 20. Warum? Ach nee, das ist beides gleich teuer. Auch 30, 20. Aber das ist schon ein fertiges Haus, wenn ich das hier richtig... Kann man da mal reinschauen? Infofenster? Keine Merkmale. Achso, das kostet 18.000. Oh my God. Nee, sorry. Da stand was von... Jetzt steht da 18.000. Okay, nee, sorry. Also das geht gar nicht. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, wir sind so ein bisschen abseits und vor allen Dingen da, wo schöne Natur ist und da 30-20 ja das Größte zu sein scheint, nehmen wir das jetzt erstmal hier oben. Obwohl... Ich verstehe nicht, warum das auch 30-20 ist, obwohl das eine rechteckig ist und das andere viereckig. Aber das ist mehr am Wasser. Vielleicht ist das ganz gut. Wir ziehen einfach mal da oben ein. Ja, verbleibendes Budget. Das ist natürlich nicht besonders hoch mit 17.500. Eieiei. Allerdings... Wir sind da, auf unserem eigenen Grundstück in Strangerville. Willkommen in Strangerville. Das Einzige, was hier noch seltsamer ist als die Leute, sind die Pflanzen. Wieso Pflanzen? Kurz nachdem du eingezogen bist, wird das Motto der Stadt sich dir erschließen. Einige der Bewohner benehmen sich wie ein wenig verdächtig und es gibt eine Menge Militärpersonal und Wissenschaftler in der Stadt. Fragt die Leute über Strangerville aus. Vielleicht können sie Licht in die seltsame Situation bringen. Okay, also es heißt Strangerville, was ja so ein bisschen spacig sich anhört irgendwie, so außerirdisch mäßig. Dann gibt es ja auch noch jede Menge Militär und Wissenschaftler in der Stadt. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt, was dieser Zusatz einem bringt. Ich mache jetzt mal einfach, ich würde jetzt gerne ein Foto machen. So, nein, du sollst, oh, du sollst doch nicht mit dem, mit dir reden. Soll sich daneben stellen. Hallo. Fina. Die machen aber auch nie das, was man möchte, ehrlich. Oh, Palingo. Es sieht aber schon schön aus hier. Wow, also das Grund... Wow, das Grundstück ist ja noch schöner, als ich gedacht habe. Das ist ja richtig klasse. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir auf jeden Fall... Beziehungsweise... So, stellen wir uns mal ein bisschen hin. Ja, hört auf zu reden. Ja, ja, ja. Ja, so blöd sollte sie jetzt eigentlich nicht gucken in dem Moment. Jetzt hat sie die Augen zu. So, jetzt. Fast perfekt. So. Wenn die Bilder dann mal hier weggehen würden. Dann können wir jetzt endlich mal gucken, was wir mit dem Gebäude machen. Also nach hinten, beziehungsweise in allen Ecken eigentlich, ist es sehr schön. Was ist das denn für eine Pflanze? Da müssen wir gleich... Bizarre Pflanze, wild. Diese bizarre Pflanze besitzt einen ominösen Glanz, als ob sie von einer anderen
Entität kontrolliert wird. Es sieht so aus, als würde darin etwas wachsen. Oh mein Gott. Moment, wieso haben wir jetzt hier einen Briefkasten? Wenn doch eigentlich hier vorne der Weg ist. Okay. Also wenn die meint, ich möchte schon gerne so nach hinten raus eigentlich den Rasen haben. Also ich würde jetzt mal einfach sagen, dass ich das jetzt auch direkt nehme. Und ja, ich würde sagen, so als Willkommen, als Willkommensgeste sozusagen hier vorne rein mache. So, Wladimirs Kammern. Oh mein Gott. Also ich muss dazu sagen, ich habe noch einige Zusätze in der Zwischenzeit geholt. Und es sieht gerade echt heftig aus. Ja, dann schauen wir doch mal eben. Erstmal ein Schlafzimmer. Ich habe jetzt auch endlich dran gedacht, die beiden zu verheiraten. Das muss ich auch direkt schon mal vorneweg sagen. Das heißt, ich hoffe, dass die auf jeden Fall jetzt... das sieht auch nicht schlecht aus. Das ist irgendwie cool. Ich meine, ist natürlich jetzt nichts für uns, aber es ist irgendwie cool. Ich hoffe, dass die jetzt auch wirklich zusammen in einem Bett schlafen können. Ja, das ist schön, schön, ja, gruselig ist es nicht, aber das ist eher so, ja, gruselig in Anführungszeichen. Ach du Scheiße, was ist das, ein Rumpelkammer? Runter in den Bunker, obwohl das würde jetzt hier eigentlich wahnsinnig gut passen. Aber das ist alles so teuer, wieso sind die alle so teuer? Moment, hier hinten, da ist jetzt wieder was Kleineres. Beziehungsweise günstigeres. Ja, das sieht so schickimicki aus. Ich meine, wir wollen es natürlich auch edel haben, aber es muss ja auch so ein bisschen so zu den Charakteren passen. Deswegen Träume aus der Zukunft. Das jetzt so zu den Charakteren passt, ich weiß es nicht. Obwohl so in Schwarz sieht es gar nicht mal so schlecht aus. So sieht es eigentlich auch nicht so schlecht aus. Mal eben weiterschauen. Das ist so, so alt. Ich würde jetzt mal glatt behaupten, dass von denen jetzt keiner so wirklich charaktermäßig reinpasst. Letztes Mal hatte ich das, glaube ich, genommen. Ach genau, mit dem... Ja, das sieht so ein bisschen designermäßig aus. Ich würde sagen, das Schlafzimmer nehmen wir nochmal das hier. Dann haben wir auch zumindest noch ein bisschen Geld übrig. Nur ein bisschen. Ich würde sagen, hier vorne kommt ja der Eingang hin. Kann ich das? Nee, das kann ich nur bis hier machen. Okay, dann machen wir das mal so. Drehen das Ganze. Ja, aber nicht so. So, ich will das nur gedreht haben, Junge. Mehr will ich gar nicht. So, und die Tür, die muss natürlich dann in den Gang rein. So ist das schön, weil ich muss da immer reingucken. Das ist sonst geht das nicht. Wir vergrößern das Ganze direkt auch mal ein bisschen, weil wir müssen ja auch bestimmt mal ein Carport oder irgendwas reinmachen. Wobei das Schlafzimmer, ja, da braucht man eigentlich nicht so viel. Da kann man doch gar nicht mehr, oder? Nee, meine ich doch. So, was brauchen wir denn noch dringend? Auf jeden Fall eine Küche und ein Wohnzimmer. Die würde ich sagen, mache ich auf die andere Seite. Küche, Küche, Küche. Ach so, das ist ein Esszimmer. Das ist dann so richtig Esszimmer, ja. Das will ich eigentlich nicht. Ich will eine richtige Küche. Ach so, die war ganz am Anfang da. Oh mein Gott. Okay, nicht so extrem schön jetzt in der Konstellation, aber es ist in Ordnung. Es soll ja auch so ein bisschen diese... Achso, ja, das ist natürlich... Designmäßig ist das natürlich klasse. Er hat es ja so mit Grün. Vielleicht sollte ich das irgendwie mit Grün machen. Also das... Nee, das ist irgendwie eine blöde Farbe. Grün oder Rot? Aber eigentlich sind ja die Frauen eher so die Innendesigner, ne? Was ist das hier? Das sieht wieder ganz anders aus. Nee, ich würde sagen,
Obwohl Künstler, vielleicht doch das? Nee, das ist zu einfach, das geht nicht. Und das ist so altbacken irgendwie. Aber wer weiß, vielleicht stehen ja auch auf altbacken, das kann natürlich auch sein. Wobei ich dann eher sagen würde, dass sie so etwas bevorzugen. Aber das sieht mir doch ein bisschen, ja, das ist auch sehr teuer. Viel bleibt nicht mehr übrig, aber ich würde sagen, ich nehme das. Die Frage ist, ob rot oder grün. Ich würde sagen, sie steht eher auf rot. Also wir nehmen mal rot. Wir nehmen mal, das sind 2, 4, so. Ja, machen wir mal so, damit dann auch daneben noch genug Platz ist. Dann die Tür natürlich zur anderen Seite hin. Dann sollten wir die Krüche aber auch ein bisschen vergrößern. Weil ich habe da etwas mit vor, obwohl eigentlich hätte ich das dann anders machen müssen. Ich hätte die dann nach oben stellen müssen. Das kostet mich auch nichts, ne? Ich hätte eigentlich erstmal das Wohnzimmer machen müssen. Moment. So, ungefähr. Ich würde sagen, das sollte eigentlich am Platz reichen. Ach so, das Wohnzimmer machen ist gut. Wir brauchen natürlich noch ein Badezimmer. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein Raumtool, damit wir das Ganze nach hinten ziehen können. So. So. Oh mein Gott, das ist jetzt richtig teuer gewesen. Okay. Das ist gar nicht gut. Ich drücke hier irgendwie immer auf die falschen Tasten, aber egal. wir müssen erstmal gucken, dass wir ein halbwegs günstiges Badezimmer noch kriegen. Oh Gott. Ja, ich glaube, jetzt kann ich wirklich nur noch das günstige Badezimmer nehmen. Das ist natürlich nicht so dolle. Das kostet sogar auch 4,5. Oh, oh, oh. Also. Ja, ich würde sagen, dass ich mir da gerade so schön selber einen von Latz geknallt habe. Und dass wir jetzt erstmal so notdürftiges kleines Badezimmer nehmen. Das reißt sich dann später noch ab. Ja, sieht es in Blau besser aus, finde ich. Dann nehmen wir das jetzt erstmal notdürftigerweise. Ich verstehe auch nicht, warum ich das so nicht drehen kann. Aber okay, wir machen es jetzt mal einfach so. So, notdürftigerweise brauchen wir aber... So. Eine Tür natürlich, die nach außen zeigt. So. So, und das Waschbecken auf der Seite. Es ist jetzt wirklich nur notdürftig und wir fangen jetzt wirklich komplett klein an. Das ist natürlich nicht... Oh, ich brauche aber noch... Okay, ich brauche auf jeden Fall ganz wichtig noch Geld für eine Tür, sonst habe ich nämlich ein Problem. Filmstudio-Tür, was ist das denn für eine? Ach so, das ist so eine, okay. Einladende Schwingtür. Die ist cool, oder? Retro-Tür. Die passt jetzt natürlich überhaupt nicht mehr in den Stil rein, weil ich das jetzt extra so schön gemacht habe, dass sie in die Mitte reinkommt. Gibt es sie auch in verschiedenen Farben? Konnte man nicht irgendwie, wenn ich jetzt mit Space mache, dann wird wahrscheinlich jetzt eine andere Farbe... Weiß einer von euch, wie man das durchschaltet? Ich habe das mal irgendwo am Rande mitbekommen, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Rot. Oder die? Gibt es hier noch mehr? Nee. Grün? Grün ist eigentlich ganz schön, oder? Auf jeden Fall grün mit weiß, wenn... Ja. Oder soll ich eine andere Tür nehmen? Auch das ist so gemein. Obwohl, wir können die jetzt zur Not später noch austauschen. Also es ist ja nicht ganz so dramatisch.
Haben wir denn irgendwas, was wir jetzt noch ganz dringend brauchen? Wir haben eine Toilette, wir haben was, wo wir kochen können. Gut, hinsetzen müssen sie sich ja jetzt streng genommen erstmal nicht. Wir haben das Schlafzimmer, wo sie hoffentlich auch wirklich beide drin schlafen werden. Badezimmer, Schlafzimmer. Was ist das? Ach so, das ist das Wohnzimmer. Esszimmer, Büro. Also was auf jeden Fall noch reinkommen wird, ist ein Büro später, beziehungsweise eigentlich so eine kreative Ecke soll das werden. Da braucht man natürlich dann noch etwas Zeit für. Und Wohnzimmer kommt noch hin. Das möchte ich dann hier machen, dass hier vorne dann so eine Essecke reinkommt und hier unten dann wirklich das Wohnzimmer. Dass das aber ja wahrscheinlich alles in einem Raum sein wird. Also ich werde mir die Möbel, denke ich mal, einzeln kaufen. Ich bin jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch einfacher jetzt gewesen wäre. Ach, ganz wichtig, danke nochmal für den Hinweis übrigens. Ich muss mal eben die Lampe ein bisschen ändern. So, ich habe hier nämlich gar keine Lampen drin. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, ist das... Das ist richtig spooky irgendwie. Aber es ist geil. Friedhofslaternen gibt es auch. Oh mein Gott. Haben wir auch irgendwo Deckenleuchten? Außer die? Die sehen jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus. Was ist das? In Diamantenform. Oh, das ist... Oh, eine Schreibtisch... Oh, das ist eine schöne Lampe. Das ist so eine ganz tolle Schreibtischlampe. Aber wir haben leider noch keinen Schreibtisch. Wir müssen den ganzen Kram ja erstmal alles kaufen. Ich würde sagen, die finde ich... Oder? Ja, der Lampenschirm gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. Stehlampe für Kinder. Oh, so eine in der Art hatte ich auch mal. Früher. Lang, lang ist es her. Das ist ein normaler Lampenschirm. Ja. Ah, so eine IKEA-Lampe, die ist geil. Aber die ist was fürs Wohnzimmer eigentlich. Aber die ist cool, das muss ich mir unbedingt merken. Obwohl kann ich hier... Ich kann doch eigentlich... Genau, ich tausche die jetzt einfach mal aus. So, dann nehme ich jetzt die hier und stelle jetzt mal einfach so ein bisschen zentral da vorne hin und setze jetzt die IKEA-Lampe hier rein. Ich finde die so geil. Ich habe so eine ähnliche auch zu Hause. Ich finde die einfach klasse. So, da haben wir jetzt überall Licht. Da sind auch die Räume offen. Und wir haben auch eine Eingangstür. Dann würde ich eigentlich mal direkt sagen, dass wir die Sims jetzt erstmal einziehen lassen. Da, Bijie. Genau. Macht euch frei, fühlt euch frei. Ach so, was wir noch ganz dringend machen müssen. Genau, lass einfach deinen Mann da stehen, so total ratlos. Wir müssen noch ganz dringend einen Job suchen. Mit beiden. Genau, Leonie, such dir jetzt mal einen Job. Wieso stajib? Wemek Ja. verlob? Jason, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss gucken. Also, ja, jetzt habe ich natürlich für die Berufswahl eigentlich alles offen gelassen, wenn ich so drüber nachdenke. Sie ist sehr wissbegierig. Also eigentlich wäre Wissenschaftlerin bestimmt gar nicht mal so schlecht. Das wäre schon irgendwie cool. Und sie könnte da, denke ich mir mal, auch ihre, ja, ihr Wissen verbessern. Da kriegt sie 24 die Stunde. Ach so, das ist dann Schauspielerin pro Auftritt. 20 die Stunde. Boah, Wissenschaftler kriegen mehr als Ärzte. Sauerei. Als Astronautin verdient sie natürlich gut. Wieso verdient sie im Business nicht so gut? Okay. Ich gucke natürlich auch immer so ein bisschen, wie viel sie die Stunde verdient. Deswegen, also ich denke mal, ihn werde ich schon als Maler einsetzen. Oh, Militär ist auch dabei. Das ist, glaube ich, jetzt neu hiermit. Das wäre natürlich cool. Sie könnte, eigentlich ist sie ja, obwohl sie hat so, naja, von der Optik her passt sie eigentlich nicht so ins Militär rein, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Also sie könnte entweder Schriftstellerin, mein Gott, was ist das denn? Sie könnte entweder Schriftstellerin werden. Technikguru. Ein Ausnahmetalent auf der Uni. Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten darauf, von ihr aufgehoben zu werden.
Startup-Unternehmerin. Dann muss sie 5 Tage die Woche arbeiten, jeweils 8 Stunden für 31. Und Wissenschaftlerin ist auch 5 Tage, aber 9 Stunden für 24. Ich denke mal, das nimmt sich nicht so viel. Und ich denke mal, als Wissenschaftlerin wird sie da eigentlich vielleicht ganz gut reinpassen. Machen wir das einfach mal. So, Jason, du suchst dir jetzt auch auf jeden Fall einen Job. Ist das da hinten am Brennen? Oder ist das von der Wüste? Ja, ich möchte eine Karriere einschlagen. Was denkst du, warum du etwas suchen sollst, Junge? So, also, der verdient zwar ein bisschen weniger. Ich meine, könnte natürlich theoretisch, aber... Als Arzt? Ich weiß es nicht. Als Arzt verdient er auch so wenig. Ich würde sagen, dafür, dass er sowieso so kreativ ist. Was war denn Leckermaul? Er verdient er auch sehr wenig, muss ich sagen. Okay. Es muss ja was sein, was auch zu ihm passt. Jetzt finde ich es gerade nicht da. Der Maler. Er verdient dann zwar ein bisschen weniger, aber er kann dann ja zum Beispiel auch unterwegs vielleicht mal, also zwischendurch ein paar Bilder machen. Das nehmen wir jetzt einfach mal. So, und dann würde ich sagen, auch wenn wir jetzt noch nicht allzu viel gemacht haben. Ach nein, eine Sache müssen wir noch machen. Hahaha. Ich habe doch schon eine Karriere gewählt. Hallo? Ja, ich will immer noch... Wo ist er? Ach, der ist nicht mehr drin, weil ich schon bin. Und wieso ist das jetzt reingekommen? Muss ich jetzt nicht verstehen. So, es tut mir jetzt wirklich wahnsinnig leid. Aber... Du musst jetzt mal eben... Habe ich das jetzt hier richtig gesehen gerade? Hier draußen sind auch solche Pflanzen, okay. Du musst jetzt mal eben hier zu der... Oh ja, wir machen ein Foto. Lauf mal zu der Pflanze hin. Sie joggt, das ist schön. Mach mal ein Foto von der Pflanze. Da machen wir dann direkt auch einen Screenshot von. So, ein Foto einer bizarren Pflanze wurde zum Inventar deines Sims hinzugefügt. Okay. Guck mir die doch mal an. Es hört sich auf jeden Fall irgendwie etwas seltsam an. Also es hört sich wirklich so ein bisschen nach so einer Alien-Pflanze an, finde ich. Vielleicht kriegen wir hier auch nochmal kurz ein Bild hin. So. So, die brauche ich vielleicht nämlich nochmal. Ja, es ist nicht allzu viel passiert mit der Pflanze, aber es soll ja, so wie es aussieht, dann noch was rausschlüpfen. Und hier sind, oh mein Gott, hier sind überall diese komischen Pflanzen. Seht ihr das? Hier, hier, da. Da hinten sind, glaube ich, auch noch welche. Hier sind verdammt viele. Oh mein Gott, ich weiß nicht. Vielleicht kommen da ja wirklich so Alien-Viecher raus. Oh. Leute? Ich wollte eigentlich jetzt gerade versuchen, mit Leslie zu reden. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Hallo? Miranainoma! True? Baby! Ja, wir probieren es einfach nochmal. Ne, jetzt soll ich sie nun bringen. Ja, so richtig kann man ja nicht mit ihr reden. Habe ich so das Gefühl. Davon machen wir nochmal ein Foto. Ich finde das so genial irgendwie. Ja, mit diesen doch etwas... oder kann man mit ihm versuchen, mit Ted zu reden? Nein, ich glaube, er ist genauso bekloppt drauf. Okay. Also, ich würde sagen, unsere Augen sind offen.
Okay. Ich würde sagen, mit diesen doch sehr, sehr creepigen Szenen werde ich mich für diese Episode definitiv erstmal verabschieden und wir werden dann vielleicht in der nächsten Episode herausfinden, was es so mit dieser Stadt bzw. mit diesen komischen Leuten hier auf sich hat. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Ciao!